So, hallo zusammen. Also ich finde dieses kleine Taschenmesser, das ich heute vom Stefan 123321 geschenkt bekommen habe, das ist es wert, dass es nochmal explizit vorgestellt wird. Es handelt sich dabei um ein kleines Slipjoint-Taschenmesser von der Firma Sanremo. Und dieses Modell, das Modell LA148, gehört zu so einer Fünfer-Serie. In genau dem gleichen Design, in verschiedener Größe unterscheiden die sich eben. Und da gibt es noch ein Modell drüber, das XLA 169 und drei kleinere Messer, die dann sich eigentlich nur unterscheiden, dass sie eine kleinere Klinge haben. Da gibt es dann das ganz kleine SSA 80, SA 103 und MA 123, die eben zu fünft hier so eine Taschenmesserserie dargestellt haben, die Sanremo mal im Programm hatte. Und das ist ein richtig nettes kleines Messerchen. Der Kollege meinte heute im Geschäft, das Ding sieht aus wie ein Skalpell. Worauf ich meinte, ja, das sieht nicht nur aus wie ein Skalpell, sondern das ist auch scharf wie ein Skalpell. Ich habe nämlich mit dem kleinen Finger geschnitten, so scharf ist das Ding. Aber ist klasse, ich konnte es gleich noch als Cutter einsetzen. Post habe ich auch schon damit aufgemacht. Und es lässt sich auch wunderbar in Verbindung mit einem Stahllineal filigrane Sachen aus Papier ausschneiden. Wenn man irgendwo eine saubere Trennung braucht, zack, Lineal hin. Das Ding ist wie ein kleines Tapeziermesser. Natürlich optimale Klingenform dafür, aber lässt sich natürlich auch für viele anderen Arbeiten einsetzen. Oder zum Apfelschneiden in der Pause hervorragend, lässt sich nämlich prima reinigen, besteht komplett aus Metall. Keine anderen Teile sind verbaut. Wenn man den Rücken anschaut, wie toll diese Feder da eingepasst ist, sieht man kaum. Aber im ersten Augenblick habe ich gedacht, das wäre alles aus einem Stück. Ich frage mich sowieso, wie die Dinger zusammengebaut haben. Man sieht keine Schrauben, keine Nieten. Scheint nur aus vier Teilen zu bestehen: der Rückenfeder, der Klinge und der beiden Griffschalen. Also wirklich interessant gemacht. Keine Verschraubung oder Nieten zu sehen. Wirklich krass. Super scharf, super spitz. Hat eine 61 mm lange Klinge mit einer Gesamtlänge von 145 mm. Lässt sich also prima noch am Schlüsselbund tragen oder einfach so in der Hosentasche. Wiegt gerade mal 40 Gramm. Fällt also auch nicht großartig ins Gewicht. Aber ein richtig kleiner Schneidteufel, das Ding. Hier sieht man es, LA148. Saubere, stramme Feder. Hält gut. Hat hier so eine Vertiefung in der Klinge auf beiden Seiten. Kann man also hier gut greifen. Zum Öffnen der Klinge. Aber mit dem Ding muss man aufpassen. Scharf und spitz. Aber genauso muss so ein Werkzeug sein. Lässt sich ja wunderbar als Brieföffner verwenden. Mit der filigranen Spitze kommt man wirklich in jedes Kuvert rein zum Öffnen. Tolles Messer. Ich habe jetzt mal dieses Lanyard noch dran gemacht, was ich von Stefan bekommen habe. Super Knipfarbeit. Ja. Ist schön. Wir machen hier gerade mal zum Größenvergleich noch ein Sanremo Klassiker dazu. Ein 763 aus dem Hause Sanremo. Wenn das mal so Rücken an Rücken legt, ist die Klinge ein paar Millimeter kleiner und am Griff vielleicht einen Zentimeter. Aber natürlich ausschlaggebend ist dann natürlich die Breite des Messers. Das ist ja wirklich nur gerade mal ein Drittel so stark und stört somit natürlich nirgendwo in der Hosen- oder Hemdtasche oder am Schlüsselbund. Eignet sich hervorragend zum Mitnehmen am Schlüsselbund.
dem Sinne nochmal danke Stefan für das tolle Taschenmesser. Ein weiteres Sanremo in meiner Sammlung. Ja, aber ich glaube, das werde ich am Schlüsselbund mitnehmen, weil das ist ganz praktisch auch. Den hat man halt immer dabei, selbst wenn man mal das Taschenmesser zu Hause vergessen hat, wenn man rausgeht, hat man einen Schlüsselbund dabei. Und wenn da ein gutes kleines Taschenmesser dran hängt, hat man somit auch immer ein gutes Klasse Taschenmesser mit dabei, wenn man eins braucht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, schaut wieder mal rein und tschüss.